Oh Gott, was, ey, krass. Sieht Silber aus, ne? Kann euch auch sagen, warum. Es ist nämlich Silber. Und zwar... So, Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, es hagelt gerade ein bisschen, aber ist egal. Ich gehe trotzdem suchen, da kenne ich gar nichts. Habe ja auch die wetterfesten Schuhe wieder an. Ja, und wir gucken heute einfach mal auf der neuen Genehmigung, was hier geht. Ich bin gespannt. Gefunden habe ich bisher noch nichts, aber ihr werdet natürlich beim ersten Fund dabei sein. So, was haben wir da? Da ist die erste Münze, würde ich sagen. Und zwar ein Pfennig. Sehr, sehr klein. Das Blöde ist, ich habe die GoPro im Auto und mein Coinpad habe ich auch im Auto. Deswegen werde ich jetzt erstmal zurücklatschen und das Zeug holen. Die Münze lasse ich am besten hier liegen. Wenn ich hier einstecke, geht die noch kaputt. Ja, so kann es weitergehen, oder? Sieht gut aus. Ganz flaches 16er Signal. Ah, das ist der Sockel von einer Spielfigur. Aber die ist ziemlich groß, ne? Vielleicht so ein Pferd, das hier so drauf stand. Ja, vielleicht liegt das hier auch noch irgendwo rum, das Pferdchen. Tja, beim Rüberschwenken ist mir aufgefallen, da ist noch ein Signal. Und ich glaube, das ist das Pferdchen zu dem Sockel, den wir gerade gefunden haben. Ja, ist es. Seht ihr? Deichdorf. Cool, aber leider abgebrochen. Egal, lag immer noch nebeneinander. Das ist doch schön. Ist das ein Löwe? Das ist, glaube ich, ein Löwe und kein Pferd, wenn ich das so sehe. So, ein 21er Signal. Hier, aber mal schauen. Oh ja, eine Münze. Die sieht sogar schön aus. 5 Reichspfennig, Deutsches Reich. Oh, die sieht noch richtig gut aus. 1940. So gut erhalten habe ich die ja selten gefunden. Ich hoffe, das bleibt so, dass sie zu Hause ist. Das ist nicht schlecht. Ich komme gleich mal da rein. Okay, 14, 15, 16. Das springt ganz schön, das Signal. Da soll es sein. Und es ist... Au, ein schöner Knopf. Arsenbronze. Deswegen so silbrig. Die sind immer ganz schön, finde ich. Hat auch ein kleines Muster drauf, aber nichts allzu Aufwendiges. 17er, 18er Signal. Zack. Klingt doch gut. Klingt sogar sehr gut. Oh, 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 oh. Ist da was Rundes? Oh ja. Ist das schön, ey. Warte, das zeige ich euch nochmal in der Nahaufnahme. Seht ihr das? Sieht Silber aus, ne? Kann euch auch sagen, warum. Es ist nämlich Silber. Und zwar 48 Eintaler von 1777. Und die sehen noch richtig gut aus. Cool. Oh. Ja, viel besser können die nicht aus dem Boden kommen, würde ich sagen. Schönes Münzlein. 30er Signal. Oh, ich glaube, das ist echt was Großes. Boah. Was haben wir denn da? Aha. Na, wenn das mal nicht eine große Patronenhülse ist. Abgeschlagen. Heißt nicht mehr gefährlich. Gilt auch nicht mehr als Kampfmittel. Auf jeden Fall 2 cm Kaliber. Ja, entweder Flak oder sogar vom Flugzeug eine. Das kann jetzt auch sein. Weiß ich jetzt nicht genau.
sind halt sehr viele Signale. Ah, eine Münze. Schon wieder. Schon wieder. 10 Reichspfennig, knapp von 1900, denke ich mal. Wahnsinn. Aber leider Zink. Können Sie meiner Frau mal die alte Münze zeigen aus dem 18. Jahrhundert? Ja, ich guck gerade mal. Hier. Sieht noch schön aus. Das ist doch komplett schön. Naja, bin ich ja gespannt, was hier noch alles rauskommt. Mhm, ich auch. Dankeschön. 15er Signal, okay. Das klingt auch sehr gut, denn es ist sehr stabil. Na? Ich sehe es nicht. Oh, eine halbe Münze. 24 Eintaler, aber halbiert. So, warum hat man das gemacht? Ich weiß nicht, ob man es mit den 24 Eintaler-Münzen gemacht hat, aber um Kleingeld zu haben. Also wenn man zum Beispiel jetzt nicht ganz 24 Eintaler bezahlen musste, sondern weniger, dann hat man die auch gut und gerne mal in der Hälfte zerbrochen. Ja, sieht schön aus und richtig sauber geteilt. Und ein 22er Signal. Oh, das klingt schön. Oh, was ist das? Das sieht silber aus. Oh, was ist das? Hä? Oha! Wie perfekt sehen die denn bitte noch aus? Was? Okay, also so perfekte 10 Reichspfennig habe ich wirklich noch nie gefunden. Also die sehen ja wirklich noch, wow, richtig gut aus. Der Hammer! Sehr cool. Okay, hier noch ein 1920er Signal. Ah, ein Sprachfehler habe ich auch noch. Hoffentlich ist das nichts Gutes, sonst muss ich das mit reinschneiden. Oh nein, das ist ein Ring. Jetzt weiß die ganze Welt über meinen Sprachfehler Bescheid. Ja, geil. Der sieht sogar richtig schick aus noch. Vielleicht kriege ich ihn sogar noch ein bisschen gerade gebogen. Oh, ich glaube, da ist sogar ein bisschen was, steht ein bisschen was drin. Sehr cool. Sehr, sehr cool. 9er Signal machen wir jetzt mal. Zack. Auf jeden Fall ganz flach. Ich finde es nur trotzdem nicht. Na komm. Aha. Oh, was ist das? Ey, das gibt's nicht, ne? Oh Gott, was, ey, krass. Boah, geile Münze, ey. Ich weiß noch nicht, von wann die ist. Das sieht mir sehr alt aus, auf jeden Fall noch Mittelalter. Cool, ey. Ich freue mich. Ups, zack. Da kommt ein 12er Signal durch. Oh, das sieht schön aus. Irgendeine Verzierung aus Blei. Was könnte das sein? Ist das eine Schildkröte? Nein. Ich dachte gerade, nee, ist irgendeine Verzierung. Signal. Oh, ein Dreieck. Oh, was ist das? Das ist eine Art Abzeichen. Ja, ist ein Abzeichen, würde ich sagen. Ja, das ist ein A. Ist das ein A? Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch andersrum. Tja, das ist auf jeden Fall ein Abzeichen. Hm. Fällt mir jetzt spontan nichts dazu ein. Ist auch vielleicht ein D, also wer weiß. Also wenn es jemand erkennt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich es noch nicht selber rausgefunden habe. So, letztes gutes Signal. Ein Elfer.
das. Okay, letztes Signal für heute. Ein kleiner Knopf, oder? Nein, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steht was drauf. Patent oder Patent. Ja, okay, gut. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt Hashtag es langt in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen und ja, hat mir Spaß gemacht. Wetter war am Anfang kacke, dann wurde es richtig gut und so ist doch schön. Wenn da noch die Funde stimmen, dann passt es doch. Also, schönes Wochenende, Freunde. Bis zum nächsten Video. Alles klar bei dir?